Nein, das ist nicht Schneewittchen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Heute wollen wir euch den Stellplatz in Lahnstein zeigen. Er liegt an der Mündung zwischen der Lahn und dem Rhein, unter dem Namen auch bekannt, Stellplatz am Kränchen in Lahnstein. Bei bestem Wetter wollen wir euch nun zeigen, was ihr hier alles vorfindet. Der Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir Gerüchte gehört haben, dass der Platz spätestens ein, zwei Jahre vor 2029 der Buga weichen soll, die 2029 in Lahnstein stattfindet. Es gibt Gespräche, dass es hier eine Hafenanlage hin soll. Auf der anderen Seite soll hier ein Hotel hin, das integriert wird in die neue Gartenanlage, die rund um Rheinmündung entsteht. Von daher wollen wir euch den Platz zeigen. Nutzt ihn, solange er noch da ist, oder kommt her, weil dann wird man feststellen, dass er vonnöten ist. Wir waren schon öfters hier und finden ihn immer wieder für einen Trip absolut empfehlenswert. Ihr kommt aus der Richtung gefahren. Der Stellplatz ist mit Navi und Koordinaten gut zu erreichen, aber auch relativ gut ausgeschildert mit dem Wohnmobilzeichen, dass ihr ihn ab der Bundesstraße findet. Erlaubt sind nur Wohnmobile, aber auch PKWs mit Dachzelten und Kastenwagen natürlich. Gespanne sind nicht erlaubt. Nachdem ihr dann euch einen Stellplatz ausgesucht habt, geht ihr rüber zur Anmeldung, die sich direkt hier hinter dem Informationsschild befindet. Der Stellplatz verfügt über 60 Stellplätze mit befestigtem Untergrund. Zeige ich euch aber gleich, und zu dem Fahrweg komme ich auch noch gleich. Gehen wir erstmal an die Anmeldung. Bezahlt werden kann nur am Kassenautomaten. Die 24-Stunden-Regelung kostet 14 Euro und jede weitere angefangenen 24 Stunden wieder bitte gegen das Entgelt von weiteren 14 Euro. Ihr könnt hier nur mit Bargeld zahlen. Münzen wie Scheine sind möglich, aber keine EC-Kartenzahlung. Also entsprechend bitte das Bargeld mitbringen, wenn ihr nach hier kommt. Ihr erhaltet nach eurer Buchung ein Ticket, das ihr dann gut sichtbar bitte in eurem Wohnmobil einlegt. Die Kontrolleure gehen hier mehrfach täglich über den Platz und schauen, ob ihr auch euren Obolus entrichtet habt. Wir haben hier abends zwei Lampen, die über Solar- und Bewegungsmelder funktionieren. Ich glaube, oben der Strahler, der tat es nicht mehr. Ansonsten Beleuchtung auf dem Platz, höchstens von den Außenlampen des Fußgänger-Fahrradwegs und der Straße, die vorbeigeht auf der anderen Seite. Wobei, das ist eine Stichstraße, die geht nur zu der Schule, die bekanntlich am Wochenende ja zu ist. Ansonsten gibt es nur 1, 2, 4 Solarlampen an den Eckpunkten des Karrees eures Fahrwegs. Dann haben wir hier auch schon direkt die Müllentsorgung, schön versteckt, für alle nicht sichtbar, getrennt nach den klassischen Restmüll, Papier, Kunststoff und dem Flaschenkisten oder Glaskisten, aber die Flaschen sind hier definitiv in der Mehrheit. Daneben haben wir einen Sanitärbereich, der auch ohne Code genutzt werden kann. Früher war es gegen Eingabe des Codes, aber die Türen sind jetzt offen. Wir haben auch hier schon gestanden, da war Duschen nicht möglich. Ob es jetzt möglich ist, gucke ich gleich, ist gerade besetzt. Zu den Hunden habe ich hier nichts gelesen. Hunde habe ich aber ganz viele gesehen, also könnt ihr die mitbringen. Zeug ist sowas. Jetzt sind die Duschen. Münzeinwurf 1 Euro.
Wie oft die sauber gemacht werden, keine Ahnung. Und hier haben wir noch zwei Toiletten. Zweckmäßig. Und ein Waschbecken. Mädels und Toilette, nach einem sehr netten Plausch auf der Damentoilette muss ich revidieren, man kann hier nur noch reservieren, wenn Veranstaltungen sind, also sprich, wenn irgendwelche Konzerte oder Rhein in Flammen oder sonst was ist, du kannst hier für den Hausgebrauch nicht mehr reservieren. Die Waschbecken sind nur mit kaltem Wasser. Die Dusche habe ich jetzt nicht ausprobiert, ob da warmes Wasser kommt. Ansonsten hatten wir hier früher, wo wir das letzte Mal hier waren, eine sehr nette Büchertauschecke mit vielen Zeitschriften rund ums Wohnmobil und auch entsprechendem Informationsmaterial. Hier nagt gerade schon der Zahn der Zeit. Geht das in die Vermutung, der Platz muss sterben? Oder ist es doch nicht so? Ich weiß es nicht, aber es sieht nicht nach einem Highlight aus. Dann kommen wir hier zum Untergrund. Der Fahrweg ist geschottert. Schlaglöcher haben wir jetzt keine gesehen, außer in der Einfahrt. Und ansonsten besteht ihr auf befestigtem, mitgeschottertem Rasen. Ja, hier sind Steinchen mit drin. Tiefe Furchen gibt es an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn das Wetter so ist, wie es jetzt ist, sinkt ihr auf jeden Fall nicht ein. Aber da hinten hatte einer auch schon Arbeit, wieder rauszukommen. Was ich jetzt sagen muss, wenn es so regnet, wie es geregnet hat, würde ich es nicht nochmal ausprobieren. Der Jos ist nicht in der Nähe. Nee. Nach Buntschutten bin ich gebrannt. So, dann haben wir die Stromversorgung. Die Stellplätze verfügen immer über Stromsäulen für, hier sind wir am Rand, ansonsten in der Mitte über vier Steckdosen. 50 Cent die Kilowattstunde wieder in Münzen zu entrichten. Abgesichert, ich gehe mal in die Versenkung mit, kann ich. Steht da C16? Nee, 30 Ampere. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Ja, deshalb bin ich auch verwundert. Stromaggregate, die mit Diesel betrieben werden, dürft ihr hier auf dem Platz nicht nutzen. Das noch so viel dazu. Ansonsten Nummer wählen. Stehen da an den Steckdosen. Hier vorne die Nummer. Hier halt anwerfen. Und es läuft. Genau. Frischwasserversorgung ist vorne an der Entsorgungsstation. Da wird gerade wieder entleert. Müssen wir noch uns wieder mal einen Moment gedulden. Ach so. Was ich auch noch sagen wollte, und zwar, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihr eure E-Bikes nachts sichern solltet. Da gab es in der Vergangenheit, das habe ich auch schon gehört, als wir das erste Mal hier waren, hin und wieder Entwendungstaten der Zweiräder. Wird extra darauf hingewiesen, wird wohl seinen Grund haben. Was kann ich euch noch zu dem Platz verraten? Wir haben hier vorne den Rheinuferradweg. Daneben haben wir direkt hinter der Schule, die hinten an dem Kirchturm ist, einen Minigolfplatz, verschiedene Sportplätze und einige Biergärten, die allerdings in den Wintermonaten geschlossen ist. Auf der Seite vorbei haben wir den Lahnradweg, der dann Richtung Bad Ems geht. Da haben wir auch wieder Spazier- und Fahrradmöglichkeiten. In einem Kilometer vorne einfach über die Brücke haben wir einen Vollsortimenter, ein großes Kaufhaus mit verschiedenen anderen Geschäften inbegriffen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch einen großen Getränkehandel. Wir haben im Hintergrund den historischen Ortskern von Lahnstein mit schönen Fachwerkhäusern und engen Gassen. Und ganz bekannt ja auch das Gasthaus an der Lahn mit seiner markanten Farbgebung und seiner guten Küche. Was haben wir ansonsten noch? In 8 Kilometern seid ihr in Koblenz. Immer schön mit dem Rad in diese Richtung. In 4, 5 Kilometer haben wir in die andere Seite Braubach.
Ihr könnt weiterfahren bis Boppard. Da setzt eine Fähre über. Wäre vielleicht eine Idee, den Tag zu verbringen. Es liegt die Weiße Flotte hier vorne an, wenn die Sommermonate wieder starten. Und ihr könntet auch eine schöne Bootstour machen. An der Lahn könnt ihr Kanus leihen. Auch da gibt es Ausflugsfahrten. Also Unternehmungen sind hier machbar. Nachts ist es verhältnismäßig ruhig. Allerdings samstags wird drüben im gegenüberliegenden Lahnhafen auch gearbeitet. Und ihr müsst wissen, dort wird Schüttgut verladen. Und Schüttgut, wenn das vom Kran in das Binnenschiff abgeschüttet wird, macht das immer ratatatsch. Ab 6, 7 Uhr könnte es da zu Geräuschbelästigung kommen. Sonntags ist es proppe ruhig, auch wie jetzt. Wir haben Sonntagmittag, ist es sehr ruhig. Der Platz ist sehr begehrt. Hier ist ein großes Kommen und Gehen. So wie die Wohnmobile fahren, kommen in doppelter Zahl gerade hier neue wieder angefahren. Sehr beliebt. Deshalb, wir können es nicht verstehen, dass so ein Platz einem Blumenschau-Gelände weichen soll. Kombiniert man es, wäre doch die bessere Lösung, oder? Denke ich auch. Da gäbe es Möglichkeiten. Fragt mal uns Wohnmobilisten, liebe Planer. Wir können euch mit Sicherheit gute Ideen liefern. So, dann zeigen wir euch jetzt gleich noch die Beschaffenheit des Untergrunds und die Entsorgung, weil die haben wir natürlich hier auch für Grauwasser- und Chemietoilette. Da ist aber gerade belegt, deshalb muss ich jetzt ein bisschen das Ganze in die Länge ziehen. Von wegen in die Länge ziehen. Ihr könnt gerne in der Überbrückungszeit uns einen Kommentar da lassen, das ganze Video einmal liken und wenn ihr noch nicht gemacht habt, auch noch ein Abo da lassen. Dann ist das Warten nicht so lang. Bis gleich. Und zum Schluss müssen wir noch was loswerden, nämlich unser Grauwasser. Großzügig angelegter Schacht. Einfach drüber fahren, Hähnchen auf. Je nachdem, wo er ist, kriegt er nasse Füße. Ja. Das ist jetzt ganz gut, dass es vertieft ist, aber die Vertiefung ist jetzt nicht so gut praktiziert. Dann haben wir hier, bleiben wir beim Entleeren, die Chemietoilettenentleerung im klassisch bekannten, nicht mehr so schön aussehenden inklusive dahinter entsorgten, verdreckten Handschuhen. Also wer sowas macht, verstehe ich nicht. Ne? Da liegen dann Taste zum Spülen, will ich jetzt gar nicht ausprobieren. Das ist heute nicht so sauber. Und hier haben wir die Frischwasserversorgung mit 10 Cent für die 10 Liter. Gestaffelt rechnen wir hoch, 200 Liter für 2 Euro. Den Anschluss nicht vergessen. Sieht auch sehr aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren vor fast 3 Jahren das letzte Mal hier. Der Zustand hat arg nachgelassen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass man den Plan der Buga hier verwirklichen wird. Es war für mich immer ein Schätzchen, ein kleines Kleinod, aber das, was wir jetzt sehen, für auf der Wiese zu stehen, die Sonne zu genießen. Ja, bist du auf sowas angewiesen oder hast einen anderen Standard, den du dir gönnst, ist es nicht so schön. Schreckt mich gerade ein bisschen ab, bin da nicht pingelig, aber das hatten wir irgendwie schon mal schöner hier gesehen. Unser Fazit, hauen wir es direkt hinterher, komm, was sollen wir noch lange fackeln. Großzügige Parzellen. Schöne Lage an Lahn und Rhein. Du kannst gut Fahrrad fahren, du kannst gut spazieren gehen, du kannst dich verpflegen. 14 Euro sind ein Preis, der völlig legitim ist. Und von daher nehmen wir die Entsorgung in Kauf. Frischwasser haben wir eh von zu Hause mit. Bleiben darfst du hier, wie lange? Müsste ich auf die Homepage gucken? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hinten stand nichts. Da stand nichts. Und von daher sagen wir einen Daumen, den anderen hätte ich euch vor 3 Jahren gegeben. Sorry. Ja, ist leider so. Vielleicht sind die Gründe mir ja nicht bekannt. Wie gesagt, wir haben jetzt oft genug drüber geredet. Und trotzdem sollte so ein Platz nicht verschwinden. Nee. Deshalb guckt doch mal, liebe Stadt Lahnstein, ob ihr nicht dieses Fleckchen, so wie es ist, nutzen könnt. Stellt doch hier ein paar Blumen zwischen, wir Camper.
gießen die auch, wenn wir dazu Wasser haben. Also von daher, es würde ja eine Bereicherung sein. Touristik ist auch Camping. Macht's gut. Ciao.